Lit und traute X27 Semikolon ist dann Sibella. Wäre Wildcard für ihn gerecht gewesen? Was war das für ein Trubel in der vergangenen Let's Dance Folge? Weil sich Profitänzerin Orna Nechiti, 30, kurz vor dem Auftritt einen Muskel verspannte, stand ihr Schützling auf einmal kurzzeitig ohne Partnerin da. Bella Klenze, 29, musste dann ganz schön krass improvisieren. Kakals Ex-Partnerin Martha Arndt, 28, studierte innerhalb kürzester Zeit Choreobart ein und geleitete schlussendlich durch seine Samba. Richtig fair waren diese Wettbewerbsbedingungen für den Schauspieler nicht, fand sogar Juryboss Joachim Lambi, 53. Wacker durchgekämpft. Sicherte sich unter den erschwerten Bedingungen immerhin 19 Punkte, eine solide Leistung. Dennoch stellte der Auftritt auch die Jury vor eine Herausforderung, wie Experte Lambi anmerkte: Für mich ist es schwer, diese Leistung von dir zu bewerten. Denn du musstest dich komplett umstellen. Er forderte deshalb sogar einen Joker für den Alles was zählt Darsteller, daher frage ich das Publikum, ob es für sie okay wäre, wenn wir einfach jetzt schon festlegen, dass auf jeden Fall eine Runde weiter ist? Netter Wunsch, nur leider nicht erfüllbar. Moderator Daniel Hartwig, 39, nahm dem entgegenkommenden Juroren schnell den Wind aus den Segeln: Ich höre gerade von unserem Schiedsrichter, das geht nicht. Was haltet ihr von Lambis Idee, wäre eine Wildcard für angemessen gewesen? Stimmt in der Umfrage ab.